Hey, das bin ja ich. Willkommen zurück. Let's play Final Fantasy 7. So, der hier will auf die Nase, habe ich so gehört. Das soll er auch bekommen. So, Yuffie, ich bin versichert. Hohoho, wir werden sehen, ob du noch so redest, wenn du meinen heiligen Zauber gekostet hast. Zaubermodus. Lolololololol. So. Mal gucken, was er davon hält hier. Downstairs. Was heißt Downstairs? Oh, super. Yuffie ist jetzt erstmal irgendwie. Keine Ahnung. Kann nichts machen. Diese komische lila Karotte. Ah, geht doch. So, Terra-Flamme. Hübsch, rauchfrei. Ich hoffe jetzt zumindest, dass Yuffie einigermaßen Schaden mit Aufrufen macht. Jo, guck mal, da kommt er angeflogen. Und geblieben. Kabam. Jetzt kommt 200 Schaden. Oder 0. Noch besser. Ah, auch gut. Schönes Ding. So, dafür gibt es noch einen Eisring. Ich fasse es nicht, dass du mich besiegt hast. Na klar. Das wird spannend. Ich konnte meine Kräfte lange Zeit nicht voll einsetzen. So, damit haben wir auch diesen Gegner hier besiegt. Die vorletzte Etage, glaube ich. Der Regel nach wird in jedem Stock der beste Kämpfer dein Gegner sein. Obwohl die Pagode 5 Stockwerke hat, ist der 4. Stock das höchste. Das heißt, niemand hat mich, den Waffenmeister, jemals besiegt. Du willst es immer noch versuchen? Ach komm schon. Du gefällst mir, jetzt pass auf. Waffenmodus. Meine Güte, ein guter Leben Monster. So, Neobarmut. Da kommt der erste Angriff. Mal gucken, ob wie der das hier annimmt. Ach, Neobarmut habe ich jetzt genommen. Ah, na gut, okay. Wird schon passen. Kreisch. Wow. Puh. Hm, er lebt noch. Ah, super. Geölter Blitz. Jetzt kriegt er zumindest mal Yuffies Limit-Attacke ab. Und das war's. Da. Und noch ein Elixier, das ist doch schön. Was? Na klar. Wunderbar. Deine Fähigkeiten sind noch besser geworden. Oho. Vielleicht bist du doch nicht so ein kleines Kind, wie wir dachten. Hm,
Muss wohl so sein. Wenn wir von ihr besiegt wurden. Du hast die besten vier besiegt. Jetzt musst du gegen ihn antreten. Na denn. So, dann müssen wir Yuffie noch mal kurz ein klein wenig hochheilen und hier mit Ether auch zupacken. So, genau, einen Heiltrank kriegt sie auch noch. Bei ihr lohnt sich ein Heiltrank wenigstens noch. So, dann reden wir mit ihm hier. Vater? Ich bin froh, dass du so weit gekommen bist, Yuffie. Was willst du hier? Ich antworte dir, indem ich dir die Gelegenheit gebe, dein Können an mir auszuprobieren. Halte dich zurück. Nicht zurück am besten. Kämpfe, als wolltest du mich töten. Tu das nicht. Muss ich dich töten? Hey. Was machst du da? Was machst du da? Omniwechsel. Naja, gut. Guck mal, wie hübsch Yuffies Vater ist. Ach, was wird das denn jetzt hier? Oh, super. Yuffie schläft erstmal ein. Du darfst auch wieder aufwachen. Ui, 240 Schaden. Uiuiui. Dieser Kampf wird sicherlich hart. Das ist schon mehr als ein Zehntel von Yuffies Lebenspunkten. Mann, Mann, Mann. Ob Yuffie das überleben wird? Ich weiß es nicht. Echt nicht. Das ist so übelst hart. Macht ihm sicherlich nur 50 Schaden oder so. Dieser Angriff. Ah, wusste ich's doch. Das wird niemals ausreichen. Oh Mann. Uiuiui, jetzt heilt er sich auch noch. Jetzt gibt's noch was mit dem Rohr. Oh nein, jetzt heilt er sich noch mehr. Ob ich diesen Kampf schaffen werde, ich weiß es nicht. Hilfe! Das ist so übel. Der heilt sich auch noch. Das ist echt zu viel. Solche Gegner sind so gemein, wenn die sich hochheilen, wenn sie Leute einschlafen lassen, einschläfern. Und, boah, ätzend. Fühlt man sich plötzlich so machtlos. So, Barmut hat jetzt auch endlich seine Attacke gleich durch. Sehr schön. Gut, Kampf geschafft. Alles ist... Oh, er lebt ja noch. Okay, damit habe ich jetzt wiederum nicht gerechnet. Oh, jetzt vergiftet er auch noch. Ist aber egal. Nee, ist nicht egal. So, dann kriegst du nochmal einen Alexander oben drauf. Das jüngste Gericht. Ist was zu essen. Schmeckt lecker. Mit frischen Tomaten und Zwiebeln. Nom, 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 nom. Ich glaube, da würde jeder Angst bekommen, wenn so etwas vor einem passiert.
Und geschafft. Ich habe schon damit gerechnet, dass ich zwei Aufrufe nutzen muss, aber dass ich gleich drei Aufrufe hole. Zorn der Götter bekommen. Puh. Für dein Alter nicht schlecht. Du bist auch besser geworden. Ich habe meinen Vater besiegt. Gut, okay, jetzt sind die alle am Lachen. Was soll das denn sein für ein komisches Geräusch? Es ist Zeit, dass ich dir das gebe, Yuffie. Es ist die Leviathan-Materia. Nimm sie. Kling. Materia Leviathan bekommen. Aber Lord Goyo, die Leviathan-Materia darf nur der erhalten, der über die Pädagoge herrscht. So ist es Brauch. Brauch, Brauch, Brauch. Ich kann es nicht mehr hören. So ein Schwachsinn. Ruhe, Yuffie. Und was ist mit euch anderen? Mit all eurer Macht? Findet ihr es gut, in diesem Turm eingepfercht zu sein? Yuffie. Du auch, Vater. Nachdem du den Krieg verloren hast, hast du Wutheit zu dem gemacht, was es heute ist. Was willst du damit sagen? Du hast Wutheit in einen stupiden Kurort verwandelt, der sich Touristen anbietet. Wie soll das noch enden? Dachau-Statue und Leviathan sind beschämt. Sie ist ein Kind. Was sagst du? Yuffie, verzeih mir, es ist alles meine Schuld. Was sagst du da, Lord Gogo? Der verlorene Krieg, dass Wutai jetzt wie ein Kurort ist, an all bin ich schuld. Lord Godo, Ruhe! Yuffie, ich bin immer noch der, der ich vor dem Krieg war. Aber nachdem der Krieg verloren ist, dachte ich nach. Ist Stärke nur da, um den Feind zu besiegen? Oder vor anderen anzugeben? Gewalt erzeugt Gewalt. Genauso wie Shinra. Ich weiß, dass du nach Materia suchst, um Wutai zu helfen. Aber auch ich verberge meine Stärke nur, weil es gut für Wutai ist. Und jetzt begreife ich, dass beides nötig ist. Stärke ohne Zielstrebigkeit ist wertlos. Und Zielstrebigkeit ohne Stärke ebenfalls. Lord Goyo. Ida, bitte nimmt Yuffie mit. Ich merke, dass ihr alle sowohl Stärke als auch Zielstrebigkeit besitzt. Aber mach bloß keinen Unsinn mit unserer Materia. Mir ist es eigentlich gleich. Geh, Yuffie. Für die Ehre Wutais. Vater. Ich kümmere mich bis zu deiner Rückkehr um die fünf heiligen Götter. Geh und komm lebend zurück. Klar doch. So, und jetzt gehen alle schön im Uhrzeigersinn aus diesem Raum heraus. Und damit ist eins der Wutai-Rätsel abgeschlossen. Eins gibt's jetzt noch, welches ich definitiv machen kann. Yuffie, warte mal. Wenn der Kampf vorbei ist, glaubst du, dass sie dann die Materie, die sie haben, noch brauchen? Vater. Geh, kämpf bis zum Ende und komm zurück.
mit der Materie. Darauf kannst du wetten. Zu herrlich. Gut, wie gesagt, hier sind wir jetzt erstmal soweit durch. Jetzt geht's nochmal zurück, rüber zum Speicherpunkt. Dum, 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 dum. So, jetzt bin ich endlich hier unten. Jetzt geht's hier erstmal raus. Links, rechts, Cloud ist besoffen. Ja, 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 lauf gegen irgendwelche Pfeiler. Du bist auch so ein Pfosten. So, herrlich, herrlich. Speicherpunkt. Objekt. Erstmal ein Zelt für alle. Und dann wird gespeichert. Ling. Ja. Und an dieser Stelle natürlich auch erstmal ein Cut. Bis bald.